Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen im Saunaclub. Saunaclub Werk 79. Es ist so warm, ne? Es ist unglaublich. Es ist so warm. Ich meine, es habt ihr ja überall, egal wo du bist, außer im Keller, da ist es kalt. Es ist unglaublich. Also, wir schwitzen jetzt durchs Q&A. Ich freue mich. Hier, schön, ne? Neue Tassen. Wir haben keine Gläser mehr, deswegen muss ich Wasser aus Tassen trinken. Und außerdem, wenn du was Neues hast, dann musst du es immer nutzen. Kennt er ja, ne? So, also, ihr habt wieder gefragt. Und zwar bei Insta. Und es werden immer mehr und deswegen... Also, ach so, genau. Wir reagieren natürlich hier auf eure Kritik, ja? Auf die konstruktive natürlich nur. Und deswegen stellen wir gerade so ein bisschen um. Ihr habt ja mitbekommen, wir haben jetzt weniger Videos hochgeladen, weil wir gerade ein bisschen das revolutionieren. Da nehmen wir uns auch Zeit für. Deswegen kommen auch wenige Videos. Jetzt kommt demnächst noch... Lief das jetzt schon das erste Mal denn? Ja, kann sein. Ja, das lief jetzt schon und dann kommen halt sporadisch so mal ein Video. Deswegen, wir überarbeiten das alles. So, also, dann geht's los mit den Fragen. Ich bin gespannt. Schieß los. Los geht's. Worauf achte ich beim Kauf eines Golf 2 oder Golf 3? Jetzt kommt immer drauf an, was machst du damit, ne? Möchtest du da jetzt irgendwie Spaßmodell machen, so ein Check-Tool? Also, naja, auf dem Check willst du damit nicht. Wir wissen ja alle, was wir meinen, ne? So ein Pseudo-Check-Tool, weil ich meine, die wenigsten gehen damit wirklich auf den Ring. Dann scheiß auf Historie, also guck, dass das Auto gut dasteht, dass es deine Wünsche erfüllt und dass der Preis auch cool ist. Also dann würde ich eher so auf Laufleistung gucken, ist das Auto gewartet worden, Rost, Instandsetzung, ist da was erfolgt. Und wenn du es halt zum Liebhaben möchtest, ne? So, das suche ich ja gerade, also ein Modell, was nicht so oft gibt oder was wenig gelaufen hat oder, zum Wegstellen, zum Liebhaben, dann würde ich natürlich auf Historie achten. Auf Historie, wie viele Hände, also durch wie viele Hände ist er gegangen, wie viel gibt es von dem Sondermodell und. Also es kommt immer darauf an, wofür du es brauchst oder benutzen möchtest. Aber Golf 2 und Golf 3, echt geil, weil ich meine, man sucht ja immer irgendwie alles. Aber so einen Golf 3 brauche ich auch noch. Darauf habe ich Fahrschule gehabt, auf dem Bon Jovi Golf. Weiter geht's! Wann machst du mal wieder was mit dem geilen Beetle RSI? Mit dem RSI, mit dem Original oder mit dem neuen? Okay, der alte, der steht jetzt hier mit den Scheibenrädern, den fahre ich wirklich nicht oft. Das ist eigentlich total schade, du hast voll recht. Eigentlich muss ich den fahren, wieder. Aber da passiert jetzt nicht so viel mit, weil der bleibt einfach so, wie er ist. Der kriegt jetzt bald einen Bruder. Also er kriegt auf jeden Fall einen Bruder, den RSI GRC. Aber vielleicht kriegt er sonst noch irgendwie so einen Bruder, ne? So Beetle-mäßig, Käfer-mäßig. Wie lange dauert eine Antwort, wenn ich euch eine Mail schreibe? Eine gute Frage. Ich müsste ja auch mal eine Mail schreiben. Also in der Regel sind wir jetzt schneller geworden als in der Vergangenheit. Wir haben daran gearbeitet. Aber es kann immer noch sein, dass es mal 2-3 Tage dauert. Aber wir geben Gas, dass es schneller wird. Also es gibt auch innerhalb 24 Stunden Antwort. Gibt es auch. Je nach Aufkommen. Kann ich dich zum Grillen einladen? Ja, komm mit Würstchen rum, ne? Und den Grill. Ich liebe Grillen. Grillen ist geil. Was hat dich dazu gebracht, Tuner zu werden? Boah, ich mag das Wort Tuner ja nicht, ne? Was hat mich dazu gebracht? Mein Hobby hat mich dazu gebracht. Also ich habe das voll oft oder voll lange schon praktiziert. Praktiziert wie so ein Arzt. Naja. Ich habe es einfach gemacht, ich habe Autos umgebaut, ich habe Motorräder umgebaut und irgendwann kam dann halt der Punkt, wo es einfach mehr geworden ist und dann habe ich gedacht, ja cool, dann kann man es auch beruflich machen. Absolut Privileg, also super geil. Sehr dankbar, dass es so ist, weil sonst wäre ich wahrscheinlich so ein Büromensch geworden nach dem Studio. Also ich meine, dann wäre ich jetzt Zahlendreher geworden. Ich sollte auch mal in die Bank gehen als Bankkaufmann, bevor ich dann hinter studieren gegangen bin. In Anzug und so. Wie trinkst du deinen Kaffee und hast du eine Lieblingsbohnenmarke? Ja, ich will jetzt keine Marke nennen, das ist ja bescheuert, ne? Aber ich trinke ihn, ab und zu trinke ich ihn schwarz, sonst mit Milch. Kein Zucker, kein gar nichts. Und auch nur also nicht viel Milch. Ich habe früher auch Zucker reingemacht, aber das verfälscht ja alles. Ne, mach ich nicht mehr. Und wenn ich mal ganz als Nachtisch, dann mache ich Braunzucker rein. Aber das ist eigentlich uncool, weil wie gesagt, dann schmeckst du den Kaffee ja nicht mehr. Eigentlich ist es am coolsten schwarz. Meinung zu... Ich will auch gerne, also dazu noch, ne? Ich will irgendwann einen Barista-Kurs machen. Voll geil. Ich bin kaffeesüchtig, ey. Ja.
Meinung zur Corvette C8? Ja, mein Freund John Sebal hat das ja schon mal geil visualisiert mit so einem Breitbau-Kit. Da fand ich ihn echt ganz cool. Können wir einblenden. Und eigentlich was komplett Neues, ne, irgendwie. Also ich finde es irgendwie cool. Echt, muss ich sagen, ich finde die irgendwie cool. Ähnelt halt so ein bisschen an italienischen Sportwagen, ne? Ein bisschen. Sehr. Wie geht es euch? Wie sieht es mit der Auslastung in der Werkstatt aus? Also noch völlig erträglich. Also erstmal Dankeschön nach der Frage, wie es uns geht. Uns geht es gut. Es ist sehr heiß, aber es geht uns gut. Wir sind hier, wir haben ja auch eine neue Couch hier, ne? Voll geil, chillig. Auf jeden Fall, uns geht's gut. Die Auslastung hält sich in Grenzen, weil wir ja gerade erst wieder anfangen quasi, ne? Es steigert sich alles und platziert und ihr braucht gar nicht so lange warten. Also weil, ja wie gesagt, wir nutzen ja gerade erst noch nicht die ganze Werkstatt. Wir haben noch mehr Kapazität. Wo siehst du Sydney Industries in 5 Jahren? In der Brandschaftsstraße 14. Im Werk 79. Wo sehe ich das denn? Das ist eigentlich dasselbe wie jetzt, nur dass man halt... wer weiß, was die Zukunft bringt. Vielleicht haben wir da mehr Elektromobilität hier. Ist ja gerade mega in Umschwung. Aber wir werden noch weiter hier im Werk 79 sein und werden wahrscheinlich größer sein, also mehr Kapazitäten brauchen von Leuten. Und das Café wird offen sein. Darauf freue ich mich besonders. Ich werde der beste Kunde sein. Und das wird das wird so schön. Zimtschnecken. Was ist die lauteste Auspuffanlage, die du mal verbaut hast? Die lauteste Auspuffanlage ist einfach nur ein Rohr durch. Also, oder Cut als Endrohre. Also, das kannst du ja echt super, super einfach selber bauen, ne? So von der Marke her, ja, da sind halt diese ganzen taiwanischen, die sind immer ganz weit vorne. Die sind immer super laut. Hat natürlich kein TÜV, ne? Lieber schrauben oder lieber fahren? Lieber schrauben oder lieber fahren? Eigentlich lieber fahren. Also, nee, stimmt ja nicht richtig. Lieber fahren, dann schrauben, dann wieder fahren, erfahren und dann wieder schrauben. Und wieder erfahren. Das ist die richtige Reihenfolge. Boah, es ist echt warm, ne? Brutal ist das. Einer fragt, ist das neue Gebäude klimatisiert? Ansonsten heizt sich der Glaskasten ja ziemlich auf, oder? Oh ja. Also ganz am Anfang habe ich mir gedacht, eine Bestattungsanlage wäre so richtig geil. Dann habe ich ein Angebot bekommen, dann habe ich gesagt, so geil ist es auch wieder nicht. Nächsten Sommer werden wir auf jeden Fall was anderes machen. Klimatisieren ist halt uncool, also uncool im Sinne von, weil der Eingang ist immer offen und die Tür zur Werkstatt geht immer auf, zu, also es... Ich glaube, das wird eher was mit Folie an der Scheibe. Das kommt nächstes Jahr. Wann kommt dein zweites Buch und was sind die Themenschwerpunkte? Mein zweites Buch, ja, da bin ich sogar echt dran, aber nur, also nur beiläufig. Ist in Planung, aber noch in Mache. Und das wird halt so eine Art Fortsetzung von dem, was es schon gibt, mit halt ein bisschen mehr Aspekte. Also weitere Geschichten, weil wir haben noch viele. Also das erste Buch geschrieben haben, da hatten wir viel Input und deswegen, da haben wir noch was auf der Schippe und da wird noch was ergänzt. Mal gucken, wie der Titel heißt. Normal ist das nicht, haben wir. Normal wird das nicht. Mal gucken. Aber finde ich cool, dass so viele Leute das gelesen haben und dass ihr das cool findet. Das freut mich sehr. Dankeschön. Warum keine Videos mehr im Moment? Ja, keine Videos mehr im Moment, weil wir das alles so ein bisschen revolutionieren. Was heißt revolutionieren? Oh Gott, das ist ein Wort, das ist echt schwerwiegend. Wir stellen es einfach nur um. Wir haben ja auch den Marco dabei und wir haben so ein paar Ideen, die wir umsetzen möchten. Und das brauchen wir ein bisschen Zeit für. Und eure Kritik, die nehmen wir uns natürlich auch an. Die wollen wir auch mit einfließen lassen. Also wir chillen jetzt hier nicht nur. Wir machen ja auch noch so andere Arbeiten. Nicht nur für uns. Kommen aber bald wieder. Was halten deine Eltern von deinem Job? Meine Mutter hat mir früher mal gesagt, gib nicht alles Geld für Autos und Motorräder aus. Und jetzt sagt sie, ich hab's dir gesagt, bleib bei den Motorrädern und Autos. Dann wird was aus dir. Also vorher hat sie immer gesagt, ach Sydney, es gibt was weitaus Besseres mit deinem Geld zu tun, als irgendwelche Autoteile zu kaufen.
Und der hat das ja nie verstanden, wenn ich dann wieder neue Felgen gekauft habe und neue Felgen und neues Auto. Er hat das nie verstanden und hat mich dann, also es gab echt fiese Diskussionen. Aber jetzt ist, glaube ich, ja, sie ist gut damit, sie ist grün damit. Ist Sydney nächste Woche im Haus? Wann heißt nächste Woche? Also jetzt kommende Woche. Ja, ich bin ein bisschen auf Tour, weil wir holen den RS4 ab. Das heißt, ich bin ein bisschen unterwegs, aber ich bin zu 50% der Zeit hier. Kann ich mal mit dir im RS3 mitfahren? Das ist mein Lieblingsauto. RS3 ist nicht mehr hier. Sorry. Hat schon jemand das Sint-Cab gerufen? Das Sint-Cab? Ah, ich habe gerade gedacht, was? Noch nicht. Kam noch nicht durch bei der 79. Aber es war schon auf den Einsatz. Wir haben da schon Kunden mit weggebracht. Ja. Sint-Cab. Welcher ist der beste SUV deiner Meinung nach? Boah, SUV ist ja nicht meine Welt, ne? Meine G-Klasse sehe ich nicht als SUV. Aber, also ich bin ja kein Q8-Fan oder Q7-Fan. Bin auch kein, also Urus und so, das ist mir alles irgendwie much too way, also das ist zu viel. Also kann ich, also ich sehe mich ja gar nicht in so ein Auto. Never ever. Auch in so ein Bentayga und sowas, ich weiß auch nicht. So eine G-Klasse finde ich schon ganz geil. Was ich mir noch vorstellen könnte, weil es so ein bisschen kompakter aussieht und auch kompakter fährt, ist ein Touareg. Den fand ich früher auch zu klobig. Also den fand ich irgendwie zu behäbig irgendwie. Also so wie auch so ein Q8 oder Q7 oder ein Cayenne. Wobei ein Cayenne ist auch schon schnittiger geworden. Aber der sieht jetzt so ein bisschen schlanker aus, finde ich. So ein bisschen dynamischer. Deswegen finde ich den ganz cool. Und einen Macan finde ich ganz cool eigentlich. Och, und hier ein GLC. Geht auch. Oh, der Touareg ist schon dann der größte von allen davon, ne? Ja, aber der sieht halt klein aus. Na egal. Meinung zur Formel E. Ja, Formel E, ne? Ja, wird ja immer beliebter und ich meine, das ist natürlich cool, wenn man es mitten in der Stadt betreiben kann. Aber ich bin irgendwie noch einer der alten Schule, so von wegen Motoren-Sound und Riechen und... Ich muss auch gestehen, ich war noch nie bei der Formel E. Vielleicht muss ich einfach mal hin. Vielleicht muss ich das einfach mal fühlen. Ja. Ich bin ja offen für Neues. Gutes Anfängerauto zwischen 4.000 und 6.000 Euro. Da gibt es so viele, ey. Da gibt es so mega viele. Zwischen 4.000 und 6.000 Euro. Zwischen 4.000 und 6.000 Euro kannst du dir eigentlich, also jeden Kleinwagen holen, jeden kompakten. Boah, das ist Geschmackssache. Ich würde keinen hochmotorisierten holen, weil Versicherung ist nicht cool und so. Es ist so warm, ne? Wann kommt endlich das A35 Acra-Video? Also wenn das jetzt online ist, ist es dann schon online gewesen oder es kommt unmittelbar im Umfeld dieses Videos. Wir hatten noch keine, also ihr müsst euch vorstellen, die Acra-Anlage ist die einzige auf der Welt zurzeit und wir konnten, die durften sie noch nicht ganz freigeben. Jetzt dürfen wir. Wir hatten ja schon echt super lange, ey. Und es ist echt ein cooles Ding geworden. Mega. Moderierst du dieses Jahr wieder mal auf der PV Live? Ja, ich moderiere wieder auf der PV Live. Wie jedes Jahr, voll cool. Also irgendwie, ich finde es cool, weil die Leute sind einfach entspannt. So die Zulieferanten, mit denen redest, voll easy, voll chillig. Das ganze Umfeld ist ja super entspannt. Seid ihr ein Ausbildungsbetrieb? Ja, aber nicht für alle Jobs. Das kann ich meinen Nerven nicht zumuten. Macht ihr auch Luftfahrwerke? Auf Kundenwunsch machen wir das. Ich bin zwar jetzt nicht so der Mega-Mega-Fan und hype das nicht so mega, aber es ist ja auch eine Variante des Tieferlegens und das ist ja auch Geschmackssache. Deswegen, klar. Klar. Keine Frage, aber ich habe gestern dein Buch gekauft und bin ehrlich beeindruckt. Dankeschön. Freut mich. Arbeitet Sydney eigentlich auch oder macht er nur noch Social Media? Das ist Arbeit. Also ich arbeite auch, ja. Ich arbeite. Ich arbeite nicht im konventionellen Sinne, aber ich bin überall und nirgends. Und Social Media gehört auch mit dazu. Ja? Wobei mein privater Kanal ist ja keine Arbeit. Wir machen das heute etwas kürzer und es ist echt warm. Wir sind hier auf der Empore. Hier ist schon den ganzen Tag lang, weil wir haben hier nachmittags, den ganzen Tag lang ist hier schon die Sonne reingeballert. Habt Nachsicht. Erzähl doch zum Ende nochmal so allgemein so ein bisschen, was momentan so abgeht, was der aktuelle Stand ist. Ob du jetzt irgendwie, ja, was geht dir so im Kopf rum? Ja, aktueller Stand. Ich meine, wir haben ja das Cap haben wir jetzt fertiggestellt. Was heißt fertig? Genau, das muss man ja. Ich habe gelernt, ich lerne ja dazu, man muss den Leuten dann sagen, das ist auch doof, man muss den Leuten sagen, ich habe ja dazu gelernt.
Ich habe ja dazugelernt, dass man ein Projekt auch abschließen sollte. Also, obwohl es ja gar nicht, also ein Projekt kann ja nicht fertig. Der A35, der kriegt noch eine Downpipe, dann ist das Thema gegessen. Dann soll er so bleiben und dann finde ich das gut. Die G-Klasse, die hingegen, die ist jetzt fertig, aber sie kriegt nochmal einen Wandel. Aber so finde ich ihn schon mal sehr geil. Ich finde ihn wirklich cool. Ich mag das. Und der wird nochmal einen Wandel kriegen. Und wenn wir weiter durchgehen, durch den Showroom, ab GTI ist auch durch, ne, ist fertig. Da sollen wir mal eine Leistungsprüfung machen oder so, ne? Und eine kleine Leistungssteigerung und dann Clubsport S wird jetzt mal foliert, glaube ich. Das können wir mal machen. Der RS4, der kommt jetzt wieder, dann werden wir nämlich Innenraum und all sowas machen. Werden aber die Achsen und sowas alles strahlen. Also es ist Bewegung da und wir filmen auch fleißig mit und werden dann, wenn wir uns neu aufgestellt haben, dann und Tage festgemacht. Vielleicht veröffentliche ich auch am Samstag oder Samstag, Sonntag, wer weiß. Schreibt mal rein, wann sollen wir am besten veröffentlichen? Und dann kommt auch das ganze Material wieder. Oh, wann wird denn das ausgestrahlt? Am Montag, ne? Oder am Dienstag oder wann auch immer. Okay, ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt. Das war dieses mega heiße Wochenende. Und das war da, wo die Formel 1 am Hockenheimring ist. Deswegen. Also, in dem Sinne, tschüss und eine schöne Woche. Oder schönes Bergfest der Woche. Tell my ex-bitch, give me space. Elon Musk.